Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und somit herzlich willkommen zum zweiten Part von Emily's Away. Wir machen weiter mit Chapter 2 2003. Also mit dem zweiten Chapter 2003. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung. Ich nehme die gerade hintereinander auf. Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Minuten erst, habe ich die erste Folge abgeschlossen, beziehungsweise auch beendet. Denn wir haben in der ersten Folge das komplette Chapter 2002 durchgespielt. Also das Chapter 1 haben wir durchgespielt in der ersten Folge. Und wir machen jetzt weiter mit Staffel 2, wollte ich gerade sagen. Genau. Wir machen weiter mit, würde ich sagen, Chapter 2, 2003. Wir starten einfach mal direkt rein. Freshman Year College. Okay, wir gehen aufs College. Und wir können jetzt hier wieder so ein Icon auswählen. Okay, hier haben wir ein Kill Bill-Item, Icon. 50 Cent. Fluch der Karibik, Nemo, Matrix. Gut, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Fast and Furious. IP, das könnte so E.T. sein, maybe. Wobei eine E.T. kam, 19 noch was, ne? Deswegen, wir nehmen mal dieses Matrix-Ding hier. So. So. Sie hat geschrieben, Jan, Ausrufezeichen, also sie fragt nach mir und dann das Hey. Sie hat tatsächlich ein anderes Profilbild gerade. Gut, kenne ich aber auch irgendwoher, gefühlt jeden Tag ein anderes Profilbild. My WhatsApp be like. Schreiben wir mal Hey, what's up? So, ich habe nämlich, wie gesagt, immer noch kein Plan davon, ne? I'm just doing some homework and listening to music. Also sie macht gerade ein bisschen Hausaufgaben und hört dabei Musik. Und ich schreibe einfach mal just chilling. Just chilling. What? Ah, ich schätze mal, what? Listening to Deutsch. Also, ich habe jetzt gefragt, ich habe jetzt geschrieben, ich chill einfach ein bisschen und habe gefragt, welche Musik sie hört. Snow Patrol. Okay. Snow Patrol, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich Band ist, die es wirklich gibt. Ich weiß es nicht. Deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber keine Ahnung. They just came out with their new album. The new album, Find a Straw. Have you heard of that? Also, die sind rausgekommen, beziehungsweise die haben ihr Album Final Straw rausgebracht und ob ich von denen schon mal gehört habe. Ich habe jetzt einfach mal no, I don't think so. No, I don't think I know. Also ich weiß nicht, dass ich es weiß, also beziehungsweise no, I don't think I know it. Also ich weiß nicht, dass ich es kenne. Keine Ahnung. Ich sollte es mir anhören. Es ist wirklich gut. So, also wie ist how are you liking Engineering School? Also ob ich
Wie sehr magst du Engineering School? Also, wie sehr magst du den Aufenthalt da? Wie gefällt dir das da? So ein auf den. Ich habe jetzt einfach mal ins Fun. Class nicht, aber Floor. Also, wir haben geschrieben, es ist lustig. Ich habe rumgeguckt und habe wirklich coole Leute gefunden. In meinem Floor, also in meiner Klasse halt, oder in meinem Jahrgang besser gesagt. That's great, my floor is. I have to visit you sometime. Also, sie hat geschrieben, es ist cool, oder es ist cool, mein F Jahrgang ist langweilig, oder sehr langweilig, sage ich jetzt einfach mal, sehr langweilig, ich werde dich, oder, keine Ahnung, ich muss dich mal besuchen, so, eher in der Richtung kann ich schon eher einschätzen, also ich. Vielleicht muss ich unbedingt mal besuchen. Got any plans tonight? Also irgendwelche Pläne heute Nacht. Hanging out with friends, würde ich jetzt aber mal sagen. Ich muss ein paar Minuten los. Ich chill dort ein bisschen. Ich chill ein bisschen mit ein paar Leuten bei meinem Kumpel Mike Storm. Ja gut, ich weiß jetzt halt nicht, was Storm ist, ne? So, da habe ich jetzt halt keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr es wisst, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil dann weiß ich es. Gut, ich könnte Google Übersetzer nehmen, mache ich aber nicht. Oh cool. What are you all going to do? Oh cool, was werdet ihr alle machen? Have a few drinks, schätze ich hier mal. Hit on. Just having a few drinks. Listening to Music and hanging out. Do you have drinks tonight? So, also ich habe jetzt geschrieben, just having a few drinks, also einfach nur ein paar Drinks, listening to music, Musik hören und chillen. Und ja, ob sie halt Pläne hat, nope. Brad has Band. Practice, so I'm just hanging out in my dorm. Ey, ich guck jetzt nach, was dorm bedeutet, ne? Mich fuckt das gerade mies ab, was ich weiß, dass ich nicht weiß, was das ist, ne? Bin hier gerade miese abgefuckt. Einfach weil ich nicht weiß, was das ist. Warte mal, ich muss kurz nachgucken. Dorm. Ah, okay, Wohnheim. Okay. Also sie chillt einfach in ihrem Wohnheim und Brad hat Bandprobe. Also, ja. Brad, who do I know Brad? Sounds like a tool. Ich mach mal drei. Practice. Sounds like a tool.
Sie hat geschrieben, haha, also beziehungsweise ich habe geschrieben, haha, Bandprobe, Sounds Like a Tool klingt nach einem Plan wahrscheinlich eher. Sounds Like a Tool, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ähnlich wie klingt nach einem Plan heißt. Ich kann es ja einmal in Dingens reinhauen. Sounds Like a Tool. Ja. Yeah. Reingeschissen, Google-Übersetzer. Klingt nach einem Werkzeug. Alles klar, Digga. Ja. Mhm. Haha. He's a little weird, but he's a great boyfriend. You remember him from high school, right? Haha. Also, haha. Er ist ein bisschen komisch, aber er ist ein guter Freund. Und ob ich ihm von der High School, ob ich mich noch erinnern kann von der High School Zeit. We've been dating for a couple of months now. Also, die daten sich seit ein paar Monaten. Come on, yeah, maybe for you. Hold on. Also, ich habe jetzt geschrieben, ich bin glücklich für dich. Wie seid ihr zusammengekommen? Well, remember that great party we went to last year? Oh, okay. Also, okay. Also, erinnerst du dich an die Party, an wo wir letztes Jahr waren? Well, it was a brain brain, sent me a ton of message about. Also, während sie weg war, hat Brad ihr viele Nachrichten geschrieben darüber, wie er fühlt oder was er fühlt, glaube ich. At first I thought it was really weird, but after a while I realized it was kind of brave. Als erstes dachte sie halt, dass das komisch war, oder für sie war es halt komisch. Aber nach einer Zeit hat sie realisiert, wie erkläre ich das jetzt, dass das ja so eine Art von, keine Ahnung, so eine Art von Dings ist, fragt mich jetzt nicht, muss ich das Wort hier auch übersetzen, weil ich keine Ahnung, ob ich das nie zuvor mal verschissenen Leben gehört habe. Ah, okay. Eine Art von Mutigkeit so, dass er sich das getraut hat, kenne ich aber auch irgendwo. We start talking again over the summer and realize we're going to the same school. Also die haben dann angefangen zu reden über den Sommer und haben dann auch realisiert, dass sie auf dieselbe Schule gehen. Once we got here, we just kind of hit it off. We got here, we just kind of hit it off. Also als sie hier angekommen sind, kind of hit it off. Warte mal, ich muss generell mal kurz übersetzen. Digga, das ist so dumm. Also ganz ehrlich, ich feiere das Spiel irgendwie schon. Ja, es ist ein, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt lustiges Game, weil irgendwie passiert da nichts Lustiges. Das kann oder wird wahrscheinlich noch über die Kapitel passieren, beziehungsweise je nachdem, ja. Achso, ah, okay, das heißt das. Als wir hier ankamen, verstanden wir uns einfach. Achso, ja gut. Das hätte ich mir jetzt so selber denken können. So, wir können ja mal hier, the girl, what he like, do you love him, is he your best friend? Wir machen mal 3. So, is he your best friend? Ja. Keine Ahnung, wir schreiben einfach mal rein. Yeah, definitely he knows me better than anyone. Also, ja, definitiv.
Ja, definitiv, also ja, definitiv erkennt mich besser als jeder andere. I mean, sometimes he can be a jerk, but when it's good, it's really good. Manchmal kann er ein Idiot sein, aber wenn es gut ist, ist es wirklich gut. Also, keine Ahnung, irgendwie so, keine Ahnung. And do you agree a lot? Also, Rat. Warum ist das Spiel nicht auf Deutsch? Ja. I mean, not a lot, but we do agree. Kein Fuck off, das. Fuck off, ne? Keine Ahnung. We're both very stubborn people, so. Also, die sind beide ein bisschen, ich sag jetzt mal, verplant, so kann man das glaube ich schon nennen, oder kann man das glaube ich so sagen, dass die immer zurück und nach vorne gehen können. Ja. But like I said, when things are good, they're really good. Aber wie sie gesagt hat, wenn Sachen gut laufen, dann laufen sie wirklich gut. Jetzt noch so. Ja, also ich habe jetzt geschrieben, I mean, oder ich meine, ich glaube, das ist normal, solange du okay bist. And we just get loud when we. Yeah. Ah, okay, argue ist sowas wie streiten. Okay. So, zwei. Ah, das geht auch so, okay. Ich brauch das nicht unbedingt anklicken. Ich kann auch einfach, ja, wie soll ich sagen? Kann noch einfach Dingens machen. Okay, zu viel habe ich gelöscht. Das Lustige ist, ich schreibe einfach irgendwas, welche Linie, Ahnung, welcher Buchstabe als nächstes kommt. Listen, I think we're fine. I don't want to talk about this anymore. Okay, hör zu. Ich glaube, wir sind okay. Oder ich glaube, wir sind gut. Ja, gut, würde ich nicht sagen, ihr so okay. Ich will nicht mehr darüber reden. Es tut mir leid, ich will nur, dass du glücklich bist. Aber ich bin glücklich, ich verspreche es. I won't gonna make you need to go see your friends, don't you? Oh wow, es wird spät. Du sollst. And you need to see your friend, don't you? Musst deine Freunde sehen oder musst gehen. You need to go. Oh, wie soll ich denn? Leck mich doch. Also, ich schätze mal eher sowas wie: wenn du deine Freunde gehen willst, sollst du losgehen oder nicht. Und ich habe jetzt halt einfach. Yeah, I should go. Ich glaube, damit haben wir auch actually schon dann gleich das zweite Kapitel. Actually haben wir, glaube ich, zweites Kapitel freigeschaltet. 2003 haben wir abgeschaltet. Dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, ich werde dieses Game einfach durchziehen, solange bis ich es durch habe.
Solange kommen dann halt diese Videos hier. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. It's hard, it's cold, it's long.